Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich habe hier einfach wirklich unfassbar viele Tabs offen und muss über jeden kurz mit euch sprechen. Es geht hier natürlich um viele, viele Airdrops, dann um einen alten Airdrop, dann um die Bad Kids, wo es wahrscheinlich einen Wormhole Airdrop gibt, dann die Chance bei der Barra Chain, beim Barra Chain Testnet mitzumachen und dort wahrscheinlich einen Airdrop zu erhalten, obwohl man wahrscheinlich trotzdem einen bekommt, auch wenn man nur in Cosmos schon ist, mit Staken und allem drum und dran, aber Testnet ist auch immer eine coole Sache. Und dann hier noch ein weiterer Airdrop, der mittlerweile gut was wert ist, den ich nicht claimen konnte, aus gewissen Gründen. Aber fangen wir einfach mal an mit dem Dogecoin. Hier müsst ihr euch einfach verbinden und dann hier euren Wallet connecten. Also im Endeffekt müsst ihr nur auf die Seite, die ich euch in der Beschreibung natürlich wie immer verlinkt habe. Da müsst ihr euren Wallet reingeben und dann ist eure Wallet, sage ich mal, gemerkt für den Airdrop. Und sobald man den dann claimen kann, beziehungsweise sobald man, beziehungsweise könnt ihr mal hier kurz machen, ich connecte mich hier mal kurz. Und dann müsstet ihr direkt sehen, dass der mich schon kennt. Und wenn dann eben das steht, dann passt alles. Check Eligibility. Doki knows about you already. Und dann heißt es, passt, ihr seid durch für den Airdrop. Der nächste Airdrop, wo wir claimen können, ist der Unicorn-Meme-Airdrop. Da ein bisschen vorsichtig sein. Allerdings haben wir im Discord ein bisschen die Transaktion, die wir da sein müssen, durchgesprochen. An sich ist das nicht suspicious und so. Allerdings gerne vorsichtig sein und da claimen. Ich kann persönlich nicht claimen, weil mein Wallet eben mit einem Ledger funktioniert und für diesen Airdrop braucht man eben das Direct Signing und das habe ich einfach nicht mit dem Ledger. Das heißt, nur wenn ihr keinen Ledger bei Kepler benutzt, könnt ihr hier mal gerne vorbeischauen, eure 3.000, 4.000 Tokens abfarmen. Vielleicht sind es ja 100, 200, $300, wäre richtig geil für euch. An sich sollte der relativ safe sein. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Source Airdrop. Der ist relativ interessant, der ist nämlich schon länger zurück. Hier seht ihr schon 22, 23, Q4, Q1. Wenn ihr da in dem Zeitraum Atom gestaked habe, mindestens 50 Stück, habe ich hier unten in den Kommentaren gelesen. Hier sehen wir mindestens 50 Stück. Dann bekommt ihr diesen Source Airdrop und den musstet ihr nicht claimen, sondern habt ihr direkt auf eure Wallet bekommen. Wie bekommt ihr die Chain in den Kepler rein, damit ihr seht, ob ihr die Token bekommen habt? Relativ einfach. Ihr geht auf den Link, den ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung gepackt habe. Dann müsst ihr euch hier mit dem Kepler anmelden. Wenn ihr das hier oben, wenn ihr oben hingeht, könnt ihr hier ganz einfach dann auf Connect drücken und dann bekommt ihr die Adresse hinzugefügt, beziehungsweise bekommt den Coin hinzugefügt. Und das müsst ihr einfach machen. Restake gehen, dann oben auf Explore gehen, Source suchen und dann könnt ihr die Chain hinzufügen zu eurem Kepler und dann bekommt ihr auch angezeigt, ob ihr eben diesen Airdrop bekommen habt. Für mich sind es wie gesagt knappe $35 aktuell. Bin mal gespannt, vielleicht geht da irgendwas im Bullenmarkt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich habe eh nicht davon gewusst und das zu haben ist eigentlich ganz cool. Dann geht es weiter zum nächsten Airdrop, den wir vielleicht bekommen können und zwar nicht nur durch das Staken von Cosmos Coins, sondern zusätzlich durch den Barra Chain Testnet. Das heißt, wenn wir dort im Testnet aktiv sind, ein paar Tasks erledigen, die einfach oft Requirements sind für Airdrops, können wir wahrscheinlich eine größere Allocation bekommen, also eine größere Menge an Coins, die wir geairdroppt bekommen. Gerne da mal vorbeischauen, einlesen. Und wenn ihr einen kompletten Guide dazu wollt, was ihr auf der Barra Chain, auf dem Barra Chain Testnet machen wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich da einen Deep Dive zu und dann werdet ihr auch genau dasselbe machen wie ich und dementsprechend so die größten Tasks erledigen können. Dann geht es auch schon weiter mit den Bad Kids. Die Bad Kids sind aktuell nicht mehr wegzudenken, wenn es um Airdrops geht. Und ich bin sehr froh, dass ich damals geclaimed habe. Allein schon vom Kurssprung, den sie jetzt gemacht haben, von $400 von vor 3-4 Monaten zu jetzt $3.000. Ist ordentlich, war aber auch eher lucky, dass ich diese NFTs habe. Aber die Bad Kids sind wirklich aktuell immer wichtiger für Airdrops. Ich würde jetzt nicht da draußen empfehlen, euch Bad Kids zu kaufen, wenn ihr noch keine habt, weil die echt teuer sind und ich weiß nicht, ob die Airdrops sich lohnen dafür. Aber wir bekommen wahrscheinlich einen Wormhole Crypto Airdrop, also für Wormhole, das ist die Bridge zwischen Solana und Ethereum. Das könnte sein, dass wir da eben einen Airdrop erhalten. Dafür müssen wir auf den Discord gehen und diese drei Sachen erledigen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir da registriert und qualifiziert und sollten dann eben auch einen Teil des Airdrops erhalten, sobald es eben den Wormhole Crypto Airdrop gibt. Zusätzlich gab es noch einen Bad Coin Airdrop, der nicht direkt mit dem Creator von Bad Kids Art zu tun, also die sind nicht irgendwie zusammen im Team oder sowas, sondern die haben einfach nur das Branding genommen von Bad Kid und haben eben einen Airdrop rausgegeben an alle Bad Kid Halter, den man claimen musste und das relativ kompliziert über eine, ja, wenn wir hier mal in das Video reingucken, dann sehen wir, dass wir hier eben auf Execute Contract gehen mussten, dann müssten wir so eine Transaktion sein und das geht nicht mit dem Ledger, aber man hätte theoretisch, was ich nicht wusste, was ich dann im Nachhinein erst erfahren habe, über eine andere Neutron-Adresse diese Proof geben können und hätte dadurch dann auf seinem Ledger-Account die Coins bekommen. Ich habe es leider verpasst, soll ungefähr einen Wert haben von 200 bis $400 pro Bad Kid. Dementsprechend wären das knapp $400 bis $800 gewesen für mich. Konnte ich nicht claimen, schade drum.
Aber trotzdem interessant zu wissen, dass es eben immer weitergeht bei den Bad Kids NFTs und dass da richtig, richtig losgehen kann mit Airdrops. Ich bin auch relativ überrascht, dass es so ist. Ich verstehe nicht ganz, warum viele Teams jetzt an Bad Kids NFTs eben Airdrops rausgeben. Anscheinend zeigt es eben aber, dass die Bad Kids ordentlich Traction haben, sogar Richtung Ökosystem Solana und so fort. Ich weiß nicht, vielleicht macht es Wormhole dann auch nur, um eben User in NFTs reinzubekommen in Solana oder nicht, keine Ahnung, ich kann mir die Gründe nicht ganz erklären, aber das ist der aktuelle Stand. Ich hoffe, dieses kleine Update-Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne mal den Telegram auschecken, den Discord auschecken oder auch einfach in die Kommentare schreiben, sollte passen. Dann lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.